Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Ich mache so ein bisschen Urlaub. Heißt, ich möchte einfach mal für einen unbestimmten Zeitraum in der Zeit, wo die Kinder nicht zu Hause sind, komplett dem nachgehen können, auf was ich Bock habe und was mir Spaß macht, um mal zu gucken, was das mit mir und meinem Arbeitsprozess so macht. Und dabei dürft ihr mich ein wenig begleiten. Wie oft es jetzt in der Zeit einen Vlog geben wird, möchte ich mir auch nicht auferlegen. Dann, wenn ich da Lust drauf habe. Und heute habe ich auch da Lust da drauf. und wie ist der Plan? Also natürlich gibt es Dinge, die ich erledigen muss. Manchmal auch gewisse Telefonate, Termine. Logisch alles, was im Haushalt anfällt. Aber ich möchte mich von dem freimachen, was ich mir alleine auferlegt habe, was ich tun muss. Und der heutige Vormittag sieht jetzt erstmal so aus. Ich habe schon Anrufe getätigt und Dinge erledigt. Machen wir uns nichts vor. Aber ich fahre jetzt los und ich möchte in ein Café gehen. Ich möchte in diesem Café mit einem Workbook arbeiten, was ich mir besorgt habe. Und dann möchte ich noch so ein paar kleine Erledigungen machen. Und ich würde sagen, folgt mir. Also die Sonne ballert so richtig krass. Aber das lieben wir. Ist beim Autofahren manchmal schwierig, aber es ist wunderschön. Ich habe gerade auf der Autofahrt hierher einen Podcast gehört, den ich euch so prinzipiell sehr empfehlen kann. Geht ums Thema Weiblichkeit. Ich verlinke euch den unten in der Infobox. Aber was ich erzählen will, bei der Frau, die diesen Podcast aufgenommen hat, war im Hintergrund halt viel Verkehr zu hören und da haben ständig Autos gehupt. Und ich musste mich immer wieder, ich habe immer im ersten Moment gedacht, okay, das hupt hier irgendwo bei mir. Und ich dachte, wo, was ist jetzt? Ah, nee, war der Podcast. War ein wenig verwirrend gerade. Und ich gehe jetzt schön ins Café. Ich hoffe, die haben noch die Winter-Weihnachts-Schokoladen im Angebot. Da hatte ich letztens Salted Caramel. Ich würde heute, glaube ich, gerne Minze probieren wollen. Zwei Stunden später, ungefähr, bin ich wieder zurück. Ich habe schön bei einer Minzschokolade gejournelt und dann war ich erst bei Depot, weil ich was bei Instagram gesehen hatte. Und zwar gibt es bei Depot Tulpen, die verdammt echt aussehen. Und ich habe mir die angeguckt und das stimmt. Die sehen wirklich toll aus. Und ich habe mich dann doch dagegen entschieden, sie zu kaufen. Hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass ich heute mit welchen heimgehe. Aber nee, Bauch hat dann gesagt, nee. Dann war ich bei Thalia. Und bei Thalia ist ja mal so schlimm, ich könnte ja 20 Bücher mitnehmen. Und dann muss ich mich immer entscheiden. Und heute hatte ich eigentlich gesagt, ich nehme 2 Bücher mit. Und das eine hatte ich dann relativ schnell, ich zeige es euch gleich. Und dann konnte ich mich für kein zweites entscheiden. Verdammte Axt. Vor allen Dingen, weil viele dieser Bücher mit ziemlicher Sicherheit bei uns in die Bibliothek kommen, weil ich wusste, okay, die Autoren, da sind sowieso die vorangegangenen Bücher alle da, dann kommen auch diese neueren. Warum sollte ich mir die dann jetzt kaufen? Und dann ist es halt doch nur ein Buch geworden. Aber das Buch hatte ich gar nicht auf dem Schirm, weil in meinem Kopf war, dass das Buch erst im Februar rauskommt. Ich weiß nicht, ob ich mich vertan habe, ob da irgendwas anders gelaufen ist, aber guckt, was ich mir gerade gekauft habe. Diejenigen von euch, die mir auf meinem Buchkanal folgen, werden die Euphorie verstehen. Das ist prinzipiell erstmal ein Buch von Ailey Hazelwood. Und das war im Jahr 2023 meine absolute Lieblingsautorin. Ich habe alle ihre Bücher innerhalb von 2 bis 3 Tagen gelesen. Und ich hatte mir auch zu Weihnachten ihr damals neuestes Buch Check and Mate gekauft. Und war froh, online zu sehen, dass eigentlich für Februar, meinte ich, ein neues Buch geplant war. Eine neue Buchveröffentlichung geplant war. Nämlich Bride, die unergründliche Übernatürlichkeit der Liebe. Und
Das ist Fantasy. Und ich lese normalerweise kein Fantasy mehr. Aber weil es Ailey Hazelwood ist, muss ich das natürlich definitiv trotzdem lesen und war heute sehr überrascht, dieses Buch schon bei Thalia zu sehen und habe das dann natürlich sofort mitgenommen. Okay, mal gucken, um was es geht. Ausgerechnet Misery Lark, Tochter eines Vampirfürsten und ewige Außenseiterin, die schon lange bei den Menschen lebt, wird aufgefordert, sich in den Dienst ihres Volkes zu stellen. Um ihre seit Urzeiten verfeindeten Völker zu befreien, sollen Misery und der Alpha-Werwolf Low ein Bündnis schließen. Aber der Plan ist von solch politischer Brisanz, dass die Hochzeit in ein Blutbad auszuarten droht. Und Misery hat ganz eigene Gründe, sich auf die Nähe zu einem mörderischen Werwolf einzulassen. Doch könnte aus der ungewollten Allianz auch eine Liebe zum Anbeißen werden. Also Ailey Hazelwood ist so Enemies to Lovers-Style. Und die hat es irgendwie raus, ohne extrem krasse Sexszenen zu beschreiben, die Intimität und die Spannung und die Chemie zwischen zwei Menschen zu beschreiben. Das haut mich immer wieder um. Und jetzt habe ich ja das perfekte Buch für meine Urlaubswoche. Eigentlich war der Plan, ein anderes Buch zu lesen, aber Entschuldigung, Ailey Hazelwood kann einfach nicht in meinem Buchregal stehen, ohne dass ich sofort anfange, das zu lesen. Zum Glück hatte ich sowieso vor, heute mein aktuelles Buch zu beenden. Da habe ich, glaube ich, noch 70 Seiten. Und dann werden wir wohl einfach morgen mit dem hier starten. Ungeplanterweise. Aber ich freue mich so sehr. Oder ich reiße mich noch ganz arg zusammen und lese das in den Ferien, die ja bald anstehen. Wir haben in 2 Wochen Ferien. Oh, ich weiß noch nicht. Wir lassen einfach das Bauchgefühl wie immer entscheiden. Aber das war meine Ausbeute heute. Klein, aber da so für umso besser. So, ich war jetzt gleich noch mit einkaufen. Die Einkäufe verräume ich mir jetzt. Und werde mir was zum Mittagessen kochen. Eins meiner liebsten schnellen Rezepte zeige ich euch gleich ein bisschen. So, mehr als das braucht ihr eigentlich nicht. Spaghetti, eine halbe Tüte ungefähr, kommt da rein. Dann kommt da ein bisschen Öl, Gewürze drüber. Dann kommen diese 2 Frischkäse. Also einmal habe ich hier Kräuter und einmal Paprika-Chili. Die blubbt man einfach da so auf die Nudeln. Dann füllt man das mit Wasser auf. Dann kommen da noch ein paar Tomaten mit rein. Und das kommt dann einfach eine halbe Stunde in den Ofen. Fertig. Sehr lecker. Sehr schnell. Sehr unkompliziert. Ich wollte gerade sagen, so sieht das dann fertig aus. Aber das ist natürlich nicht fertig. So sieht es aus, bevor das jetzt in den Ofen kommt. Und wenn es aus dem Ofen wieder rauskommt, kann ich euch das super gerne nochmal zeigen. Ja, meine armen Katzen, die leiden natürlich jetzt schrecklich. Denen muss ich jetzt erstmal meine Aufmerksamkeit schenken. So 30 Minuten später und das Ganze verrührt, sieht es dann so aus. Und man hat eine super cremige, leckere Soße mit den Tomaten. Das finde ich auch immer geil. Das esse ich jetzt. Mal kurz zu dem Buch, was ich heute noch beenden werde. Das ist von Tom Saller, Ein neues Blau. Ich hätte dieses Buch niemals selbst ausgewählt und niemals gelesen. Aber es wurde in diesem Monat von unserem Buch Club ausgewählt zu lesen. Und da gibt es keine Verpflichtung, das Buch mitlesen zu müssen. Aber eben, weil ich das sonst nie gelesen habe, habe ich das gelesen. Und es war gut. Es war ein gutes Buch. Es war ein wichtiges Buch, gerade so in unserer heutigen Zeit. Aber ich werde deswegen trotzdem nicht das Genre wechseln. Ich bleibe bei meinen New Adult Rom-Com Love Story Sachen. Und eine Zeitschrift, die ich aktuell lese, habe ich schon öfter mal in die Kamera gehalten. Ich hatte mir jetzt nicht jede Ausgabe geholt, aber die hier fand ich wieder sehr spannend, weil es da um das Thema Loslassen und Leichtigkeit im Leben geht. So. Und die lese ich aktuell parallel auch noch und lese parallel auch noch dieses Buch. Ja, kann ich genug lesen, ne? Ich komme gerade zurück, sozusagen, von einer ganz schönen Meditation. Also wer meine Vlogs schon lange und regelmäßig schaut, der weiß eigentlich, dass ich immer mittags und diesen Mittagstief so gerne meditiere und mir das nochmal richtig viel Energie und Kraft für den Rest des Tages schenkt. Und ich werde mich jetzt bei schönstem Sonnenschein auf den Weg machen, die Kinder abholen. Es ist gleich 14 Uhr und damit endet auch hier heute
dieser Vlog, weil ich ja vor allen Dingen zeigen, dokumentieren, egal was zeigen möchte, diese Zeit, die ich allein für mich mit mir habe. Und der Rest des Tages sieht jetzt so aus, dass ich mein Buch zu Ende lese, dass ich die Wäsche aufhänge, die jetzt gerade in der Maschine ist, dass wir noch ein Lied lernen müssen und ein bisschen Hausaufgaben machen müssen, dass ich noch ein bisschen Somatic Practice auf jeden Fall machen werde und heute Abend steht Schwimmen an. Genau. Und damit hoffe ich, dass euch dieser Vlog sehr gefallen hat. Wenn dem so ist, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und hinterlasst mir doch gerne einen lieben Kommentar für den Algorithmus. Und dazu machen wir wieder eine wunderschöne Frage. Sag mir doch bitte, jetzt gerade in diesem Moment, wo du hier bist und dieses Video schaust, scheint die Sonne bei dir? Konntest du heute schon mal dein Gesicht in die Sonne halten? Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.